Im Kräftemessen mit den Bayern ziehen in der Bundesliga momentan alle Konkurrenten den Kürzeren. Der Trippelgewinner führt die Bundesliga souverän an. Der nächste Titel erscheint schon jetzt in greifbarer Nähe. Die Vorstellung von Startrainer Pep Guardiola war das erste Highlight einer ereignisreichen Hinserie. Guten Tag und grüß Gott, Damen und Herren. Verzeihen Sie mir mein Deutsch. Haben wir. Der Bayern-Coach ist der neue Sympathieträger der Liga und überzeugt durch Seriosität und eine neue Spielidee. Das System Guardiola, seine Mannschaft hat es längst verinnerlicht. Der Rest der Liga um Vizemeister Borussia Dortmund kann dem Tempo der Bayern nicht standhalten. Und das sind die anderen Geschichten der Hinrunde. Der Spieler der Hinrunde. 13 Spiele, 6 Tore, 9 Vorlagen. Diese Bilanz spricht für sich. Dass Franck Ribéry noch 3 Tore in der Champions League Vorrunde markierte und nebenbei die französische Nationalmannschaft durch die Qualifikation zur Weltmeisterschaft führte, gerät da schon fast in Vergessenheit. Ribéry war in der Hinrunde zweifelsohne der herausragende Spieler der besten Fußballmannschaft der Welt. Und vielleicht belohnt er sich ja noch mit dem Titel Weltfußballer des Jahres. Zwischen Ribéry und den Bayern hat sich eine wahre Liebesgeschichte entwickelt. Der Trainer der Hinrunde. Lucien Favre hat sich seit seiner Verpflichtung im Februar 2011 als echter Glücksfall für Borussia Mönchengladbach erwiesen. Favre ist ein Taktikfuchs. Seiner Mannschaft ist der Spaß anzusehen. Die Borussia spielt nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball. Die Handschrift des 56-Jährigen ist deutlich sichtbar. Favre bleibt trotz aller Erfolge gelassen und gibt der Mannschaft Zeit, um seine Vorstellungen umzusetzen. Immer mit Blick auf den Europacup. Das Tor der Hinrunde. Stefan Kießling war der Schütze des Tores, das eigentlich keines war. In der Rhein-Neckar-Arena in Hoffenheim entschied Schiedsrichter Felix Brüch am 9. Spieltag auf Tor für Leverkusen. Es folgten heftige Diskussionen und eine Gerichtsverhandlung. Das Spiel wurde nicht wiederholt. Ganz zur Erleichterung von Stefan Kießling. Fällt natürlich schon ein bisschen Druck runter und bin froh, dass das jetzt rausgekommen ist, dass ich auch unschuldig bin. Kießling ist unschuldig. Das Phantomtor aber hat die Diskussionen um die Torlinientechnologie in der Bundesliga weiter angeheizt. Die Seuche der Hinrunde. Jürgen Klopp hatte in der Hinrunde nicht immer den leichtesten Job. Neben Subotic, Marcel Schmelzer, Lukas Piszczek und Mats Hummels musste der Dortmunder Trainer teilweise die komplette etatmäßige Viererkette ersetzen. Zwischenzeitlich fehlten dem BVB in Ilkay Gündoğan und Sven Bender 2 weitere Nationalspieler. Und es waren nicht die kleinen Wehwehchen, die Mannschaftsärzte und Physiotherapeuten zu Höchstleistungen forderten, es waren die Langzeitblessuren. Das Pech der Etablierten wurde allerdings zur Chance einiger Youngster. Besonders Erik Durm, der Schmelzer als linker Verteidiger vertrat, sammelte eifrig Pluspunkte. Auch der 18 Jahre alte Marian Saar zeigte in der Innenverteidigung sein Potenzial. Dennoch, die Borussen sehnten die Winterpause herbei. Jetzt heißt es, Wunden lecken, Verletzungen auskurieren und 2014 wieder neu angreifen. Die Bundesliga, sie boomt. Mit Schalke, Leverkusen, Dortmund und den Bayern stehen 4 deutsche Mannschaften im Achtelfinale der Champions League. So viele wie nie zuvor. In der Bundesliga laufen aber alle den Bayern hinterher. Die Konkurrenz muss in der Rückrunde mächtig Gas geben, um den Münchnern noch einmal gefährlich zu werden. Nachdem die Bayern zum krönenden Abschluss die Club-Weltmeisterschaft sowie vorher bereits die 3 wichtigsten Titel 2013 gewonnen haben, strebt der Rekordmeister in dieser Saison erneut nach den höchsten Zielen. Sollten die Konkurrenten die sinnliche Zeit allerdings nutzen, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten, könnten sie vielleicht auch diese Bayern stürzen. 486 Tore gab es in der Hinrunde zu bestaunen und auch in der Rückrunde werden sich die Fans über zahlreiche Tore freuen dürfen. Ab dem 24. Januar wird in der Bundesliga wieder scharf geschossen.